Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und um was geht es diesmal? Diesmal geht es darum, dass wir diesen China-Roller auf 80 Kubik umbauen wollen und dann mal gucken, was der für Leistung bringt. Und dazu muss ich jetzt erstmal euch zeigen, was er jetzt bringt mit seinem 50 Kubikzylinder. Und dann natürlich zum Schluss zeige ich euch, wo der Unterschied ist. Lohnt sich diese ganze Geschichte? Sind auch immerhin fast 200 Knüppel, die die Teile kosten. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. Aber als erstes lasse ich mal den Motor an. Wir haben ja hier den Keilriemen gewechselt. Und dann wollen wir mal gucken, ob der normal läuft. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich will das jetzt noch nicht weiter ausprobieren, aber irgendwas ist da nicht okay. Ich habe ja den Keilriemen gewechselt, da müssen wir jetzt schnell noch mal die Wadi aufmachen. So, wenn ihr solche Geräusche hört und dann vorher, wisst ihr ja, war ich hier dran, habe den Keilriemen gemacht, dann gucken wir mal, ist das hier gängig? So, und wenn wir hier zum Beispiel sehen, lässt sich der Kickstarter gar nicht bewegen. Das heißt, hier drin hat sich irgendwas verklemmt, der Freilauf oder vielleicht sind noch Reste drin. Ich muss das Ding aufmachen und mal gucken, was los ist, bevor da noch ein großer Schaden entsteht. So, hier seht ihr, das ist der Freilauf für den E-Start. Den kann man so rausnehmen nach oben. Ich mache das mal, nehme den mal raus und dann kann man überprüfen, ob der funktioniert. Das heißt, erstmal die Zahnräder überprüfen und dann mache ich Folgendes. Ich schiebe den so raus und gucke, dass der ordentlich zurückgeht. Also das ist okay, das kann das Problem nicht sein. Dann gucke ich hier mal, ob ich hier irgendwas sehe, da das ja alles fest ist. So, ich drehe das mal. Dann könnt ihr sehen, hier vorne sind irgendwelche Ablagerungen vom Keilriemen. Die muss ich erstmal entfernen. Und dann hoffe ich, dass es wieder freigängig ist. So, wenn ihr jetzt hier guckt, hier drin haben sich irgendwelche Fasern von dem Keilriemen angesammelt. Und deswegen sperrt das Ganze. Das müssen wir jetzt entfernen. Dann nehme ich mir so eine kleine Zange und sehe zu, dass ich das alles richtig rauskriege, damit das wieder gängig wird. Tja, guckt euch das Teil mal genau an, wenn ihr hier seht, da hat das alles schon gearbeitet und da hatten sich die Fasern zwischengesetzt. Deswegen ist das wohl irgendwie verklemmt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich so ein Teil liegen habe und da ein anderes reinmachen, weil hier werden wir immer das Problem wieder haben. So, das Problem habe ich jetzt gelöst. Die Karre läuft wieder und ich habe mir so eine Action Cam umgemacht, damit ich für euch das aufnehmen kann, damit ihr seht, wie die Karre läuft. Vorher, nachher, das muss man ja vergleichen, damit man weiß, was die ganze Sache bringt. Also, Motor an. Startlinie, er regelt runter bis auf 0. Die Stoppuhr habe ich hier im Anschlag und dann werden wir jetzt gleich sehen, was hier abgeht. Und los geht's. Die ersten Sekunden, ihr seht, der Asphalt qualmt, der zieht nach vorne, ist schon auf 30 Stundenkilometer und das bei 7 Sekunden. Jetzt haben wir 10 Sekunden, er hat die 40 schon geknackt und weiter geht es. Aber jetzt sehen wir, bei 18 Sekunden muss er langsam schon runter und in die Boxengasse fahren, wo das Spezialteam natürlich schon wartet mit dem Umbausatz auf 80 Kubik. Und wir werden sehen, ob wir dann eventuell die Beschleunigung noch verdoppeln können und so schnell sind. Aber erstmal bauen wir die Maschine auseinander. Leute, das war die erste Probefahrt mit der Kamera. Ich hoffe, dass man das vernünftig erkennen kann. Und dann zum Schluss vergleichen wir das Ganze natürlich nochmal. So Leute, jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Und zwar werde ich jetzt hier erstmal alles abbauen, damit ich an den Motor rankomme. Plastik abbauen, Auspuff abbauen, das zeige ich euch dann mal so ein bisschen, was ihr da machen müsst. Und dann kommt das, was interessant ist.
So, der erste Schritt ist, dass wir das Helmfach rausmachen. Das sind 4 Zehner Schrauben. Ich habe 3 schon gelöst. Die letzte mache ich jetzt hier los. Die legen wir uns natürlich schön weg. Und dann können wir hier das Helmfach rausnehmen und packen das natürlich zur Seite. Wie man sieht, habe ich jetzt hier komplett alles entfernt, weil wir müssen jetzt hier überall ja ran und ordentlich. Das ganze Plastik muss hier noch ab. Wir müssen ordentlich arbeiten können. Und als nächsten Schritt gehen wir jetzt bei und machen den Auspuff ab. Das ist auch ganz wichtig. Passt auf, dass euch die Schrauben nicht wegreißen, gerade am Zylinder. Wenn wir jetzt den Auspuff abmachen, lassen wir das hier noch dran. Wir gehen zuerst hier unten am Krümmer und lösen da die Schrauben. Seid da vorsichtig, weil die reißen wirklich oft weg, weil da noch nie jemand dran geschraubt hat. Und deswegen mit äußerster Vorsicht die Dinger lösen. Dann lösen wir die beiden und dann sollten wir den Auspuff abnehmen können. Hier sitzt übrigens das Typenschild, wo die kompletten Bezeichnungen drauf sind. Das muss immer genietet sein. Wenn da keine Nieten dran sind, dann Lampen sofort an. Das ist verdächtig, weil das Teil muss so fest sein, dass man das nicht eben mal abmachen kann. So, wenn er den Auspuff gelöst hat, das waren alles 10er Schrauben und die gingen auch verhältnismäßig gut los. Jetzt liegt er hier, jetzt drücken wir hier noch die Schelle zusammen und ziehen diesen Schlauch ab. So, und dann können wir den Auspuff auch zur Seite packen. Wenn der Auspuff dann ab ist, überzeugt euch gleich mal, ob hier so ein Drosselring drin ist. Das heißt, der Umfang hier verändert sich ein bisschen, dass weniger Abgase raus können. Hier ist manchmal so eine Scheibe drin. Die können wir dann entfernen, weil wenn wir mehr Hubraum haben, brauchen wir auch mehr Luft. Es müssen mehr Abgase raus. Hier ist das aber nicht so, also brauchen wir da nichts machen, hoffe ich. Dann entfernen wir noch das ganze Plastik, also hier. Und da oben, das zeige ich euch jetzt auch noch mal. Hier muss das Plastik natürlich auch alles ab. Dann muss der runter. Zündkerzenstecker müssen wir abziehen. Und dann geht's weiter. So, jetzt lösen wir hier diese 10er Schrauben. Und dann ziehen wir das hoch hier und legen das erstmal so ein bisschen zur Seite. Dann gucken wir hier, hier stecken wir auch was rein. Hier werde ich euch jetzt gleich mal was zeigen. So, wenn wir das gelöst haben, seht ihr hier diesen Gummiring. Den kann man runternehmen. Ich mache das mal. Wenn wir den runter haben, sehen wir, dass dieser Durchmesser ein bisschen kleiner ist wie der hier. Das sitzt nicht hundertprozentig drauf. Das hat zur Folge, dass hier nicht ganz so das Gemisch reinströmen kann. Das heißt, wir können hier eine normale Dichtung unterlegen. Dann müsste das auch funktionieren. So, das Plastik ist alles ab. Machen wir hier den Schlauch noch ab. Ne? Zündkerzenstecker haben wir auch schon abgezogen. Wir müssen hier gleich, das wird leider nicht mitgeliefert, hier diese Stehbolzen rausschrauben und unten beim Auspuff wahrscheinlich auch. Aber erstmal müssen wir den Motor jetzt in die richtige Stellung bringen. Das heißt OT, ne, oberer Totpunkt. So, jetzt müssen wir den Motor in die richtige Stellung bringen. Dafür nehmen wir hier diesen Pronückel raus. Dann haben wir hier drin eine Markierung. Die kann man jetzt so wahrscheinlich nicht sehen. Und ich habe hier eine 13er Nuss mit einer Verlängerung drauf gesetzt und damit können wir jetzt den Motor bewegen nach rechts. Und dann müssen wir gucken, da ist so eine Kante drin, dass der auf T steht, bündig mit so einem Stück. Das kann man jetzt hier nicht sehen. Ich muss mal gucken, ob ich euch das näher ranholen kann. So, ich habe für euch jetzt mal das abgebaut, damit ihr das besser seht. Na, sonst macht er nachher irgendwelche Fehler und verklagt mich noch. Na? So, hier ist dieser Punkt und hier muss jetzt eine Markierung kommen mit einem T. Und da muss er hin. Da muss er genau stehen, bündig. Schön wäre, wenn ich das jetzt hier erkennen könnte.
ich bin ja schon ein paar Stunden hier. Ne? Und ich muss ja meinen schlechten Ruf, muss ich ja nun erhalten. Ne? Den muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Den kriegt man nicht einfach so. Ne? Deswegen zünde ich mir jetzt mal eine Zigarette an. Rauch erstmal eine, mach eine Pause. Ne? Hat mir gerade einer von meinen Berater hat mir gerade noch hier. Ne? Wir wollen keine Reklame machen, aber mal gucken. Oh, mundet, muss man sagen. Und diese ganze Geschichte da mit 80 Kubik und was bringt das und Tritrat, hulala und diesen ganzen Scheiß, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es dann, wenn ich die Karre zusammengebaut habe, wenn ich ordentlich gearbeitet habe, wenn das Ding rennt, dann weiß ich, was es bringt. Ne? Und vorher nicht. Ne? Und deswegen diese ganzen Gelehrten und alles und so, die dann immer schreiben, ja, schreibt ruhig. Ne, macht euch die Finger schmutzig, versaut euch den Sonntag und so. Und dann, wenn ihr es gemacht habt, dann wisst ihr es. Ne? Und nicht diese ganzen Klugscheißer, die ich immer habe, die schreiben tralala und dies und du hast vergessen und musst mit Drehmoment und tralala. Ja, natürlich, du musst rausgehen und musst einfach sagen, 30 Grad, ich scheiße drauf, ich mache das jetzt. Und dann weiß man, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Jetzt geht es langsam ins Eingemachte. Schlauch haben wir runtergemacht. Hier haben wir 8er Schrauben. Die müssen natürlich dementsprechend festsitzen. Deswegen setzen wir hier mal die Knarre an. So, erste gelöst. Zweite gelöst. Dritte gelöst und die vierte gelöst. So, jetzt kann ich die mit den normalen Schlüssel rausdrehen. Das sind die Schrauben für den Ventildeckel. Und dann können wir den Ventildeckel runternehmen und da können wir noch mal kontrollieren, ob der Motor richtig steht. Das zeige ich euch noch mal. Weil das ist ganz wichtig, wenn er den abnimmt. Eventuell kommt da so ein bisschen Öl raus, ist ja klar. Ne? Aber das ist jetzt kein halber Liter oder so. Ne? Das wird schon gehen. So, wenn ihr die vier Schrauben dann genommen habt, abgenommen, ne? Dann nehmen wir den Ventildeckel runter. So. Hier sehen wir jetzt die Ventile. Und wenn der richtig steht, müssten beide Ventile locker sein. Das heißt, ich muss hier an dem Polrad nochmal drehen, weil die nicht locker sind. Das heißt, der hat nicht die richtige Stellung. So, dann kontrolliert ihr. Seht ihr hier diese Punkte und dann auch Striche. Das muss bündig hier mitstehen. Ne? Seht ihr, so und so. Und der steht dann in der Mitte, das große Loch. Und die Ventile haben dann auch Spiel. Seht ihr? Es ist nicht viel, aber sie lassen sich bewegen. Jetzt steht der Motor auf OT. Dann machen wir hier den Kettenspanner ab. Das sind hier zwei 8er Schrauben. Legt euch das alles vernünftig zusammen weg, desto leichter ist es nachher, wenn ihr das Ding wieder zusammenbauen wollt. Wenn wir die Schrauben gelöst haben, können wir den runternehmen. Hier seht ihr, das ist der Kettenspanner. Das legen wir uns schön zur Seite. Ja, jetzt wieder mit einer Zehner. Ich habe die vorher schon mit der Knarre gelöst und festziehen müssen wir sie mit dem Drehmomentschlüssel. Nehmen wir die hier runter. Scheiben, die auch runternehmen, alles vernünftig weglegen. Weil
weil jetzt wird es schon ein bisschen spannender hier. Und wenn wir das alles runtergenommen haben, dann können wir beigehen und können hier das Teil runternehmen. Sitzt noch ein bisschen fest. So, mal gucken, dass wir nichts kaputt machen. Müsst da so ein bisschen ruckeln und dann löst sich das. Und dann könnt ihr das nach vorne wegnehmen. Seht ihr? So. Hier seht ihr jetzt die Ventile. Hier seht ihr die Nockenwelle. Jetzt haken wir hier die Kette aus. So, dann haben wir hier die Nockenwelle. Können wir uns gleich mal angucken. Die sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Hier sind nochmal die Markierungen. Könnt ihr das nochmal sehen, wenn wir es nachher zusammenbauen. Dann gehen wir als nächstes bei, habe ich auch schon mal gelöst, lösen die zwei Schrauben, die jetzt das Teil vom Motor halten, damit wir das runterkriegen. Sind auch wieder Achter. So, die erste, die zweite. Wenn wir die runter haben, dann können wir normalerweise hier das Teil vorsichtig nach vorne ziehen. Seht ihr? Ist noch nicht ganz lose die Schraube, muss ich nochmal drehen. Immer mit äußerster Vorsicht. Ne? So. So, jetzt müssen sie los sein. Vorsichtig rausziehen. Dann sehen wir hier den Kolben, die Steuerkette und so. Das sieht schon alles gar nicht schlecht aus. So, wir haben jetzt soweit alles gelöst. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Zylinder bewegen können. Sieht nicht so aus. Hier sind noch so Führungshülsen, die müsst ihr auch entfernen. Merkt euch, wo die gesessen hat. Eine hier oben rechts und eine normalerweise unten links. Da ist aber keine mehr, so wie ich sehe. Eventuell haue ich jetzt hier mal so ganz locker mit dem Gummihammer gegen. Wenn der so ein bisschen störrisch und nicht abgeht, ne, dann hier so vorsichtig mit dem Schraubenzieher draufhauen, damit er sich so ein bisschen löst. Und wenn er sich gelöst hat, können wir den nach vorne ziehen, weil das muss ja alles ganz fest sein. Hier sehen wir dann den Kolben. Da sehen wir, dass das alles nicht mehr ganz so top ist. Ne, weil hier hinter darf normalerweise nichts groß sein und der Ölabseifring, irgendwie funktioniert das wohl schon nicht mehr so ganz hundertprozentig. Ne, aber es kommt eh runter und ein neuer kommt drauf. So, an einer Seite habe ich den Kolbenclip schon rausgenommen und dann schieben wir hier diesen Bolzen raus. Seht ihr? So, ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Und zwar habe ich hier diesen Clip rausgemacht. Wenn ich den rausgemacht habe, auf der anderen Seite ist er noch drin. Da sind Gott sei Dank auch die, die ein bisschen besser sind, mit diesem Pinöckel. Dann kann ich da unten beigehen und kann dann diesen Bolzen rausschieben. Dann kriege ich den Kolben etwas besser da unten ab. Ne? Und auch beim Aufbauen machen wir das genauso. Hier zum Vergleich, hier ist der 50 Kubik Kolben, hier ist der 80 Kubik Kolben. Hier der Zylinder, seht ihr, dieser Durchmesser, sieht irgendwie wesentlich kleiner aus wie der. Naja, da muss ich gleich nochmal probieren. Na, und man sieht auch, dass doch die Verarbeitung schon etwas besser ist. Hier ist noch eine Dichtung drauf, so wie das aussieht, die muss ich noch runternehmen. Obwohl, hier sind neue Ballen, wir benutzen natürlich die neuen Dichtungen. Ja, ich habe den Ganzen nicht getraut, deswegen wollte ich das jetzt erstmal hier ausprobieren. Ja, ja. Wie groß und ob das hier auch reinpasst.
So also wie man sieht, das passt aber. Insofern müsste das wohl funktionieren, denke ich mal. Hier auch noch mal zum Vergleich. Seht ihr, das ist schon alles ein bisschen größer. Ich drehe das noch mal um, damit ihr das seht. Na, Einlass-Auslass-Ventil. Hier auch. Na, und da seht ihr schon, dass das doch ein bisschen was anderes ist hier. Na, ganz zu schweigen, dass man an der Verarbeitung auch sieht, dass die Qualität schon ein bisschen besser ist. So, wenn ihr jetzt aus einem anderen Zylinder diesen Stehbolzen rausgeschraubt habt, mit zwei Schrauben kontern, dann schrauben wir den hier rein, bis zum Anschlag. Damit das alles ordentlich sitzt, dann lösen wir diese beiden Muttern. Passt auf, dass sich das Ding nicht wieder löst. Der muss ganz drin sein. Und dann setzen wir das auf das nächste, auf den nächsten Bolzen, schrauben den raus und der kommt dann hier rein. Und das gleiche machen wir auf dieser Seite auch nochmal, damit das dann alles vernünftig passt. Gut, hätte man mitliefern können. Aber wenn es dann nun mal nicht so ist, dann müssen wir es so machen. Wie gesagt, da müssen zwei Schrauben drauf sitzen. Ich mache die jetzt hier wieder ab, damit ich die auf den nächsten mache. Unten halte ich fest, damit ich die obere runterkriege und sich der Bolzen nicht wieder rausdreht. Ne? Ja. Ne, dann drehe ich die runter hier mit der Hand, drehe die auf den nächsten Bolzen und weiter geht's. Und das Ganze machen wir dann noch dreimal. So, gekontert, zack, raus mit dem Bolzen, ne? Und auf den anderen Teil drauf. Achtet drauf, das sind verschiedene Längen, nicht dass ihr die falsch anbringt. Vorher überzeugen, welche gehören an welcher Seite. Ne? Manchmal macht man kleine Fehler und dann ist die Kacke am Dampfen. Die Stehbolzen sind jetzt drin in dem neuen Teil. Die kurzen unten, wo der Auspuff ist. Die langen kommen nach oben. Na, insofern das auch okay. Gut, hätte ich mir gerne erspart, aber wenn es dann nun mal ist, dann muss man es halt machen. So, ich zeige euch hier nochmal den 50 Kubik Zylinder. Wenn man da so reinguckt, sieht man, der ist noch gut. Den können wir also noch ohne weiteres gebrauchen. So, jetzt wechseln wir hier mal. Und ich zeige euch den Kolben 80 Kubik. Ich habe da schon was vorbereitet, habe die Kolbenringe drauf gemacht. Ich lege den mal hier so hin und dann hole ich das mal so ein bisschen ran, damit ihr das seht. Ja, der will nicht liegen bleiben, die Sau. Der rollt weg. Aber der Kameramann ist pfiffig. So, ein bisschen ranholen hier den Kram noch. Und dann seht ihr hier unten, der Ölabstreifring, dann der zweite Ring, da sind auch Bezeichnungen drauf. Die muss man dementsprechend dann zusammendrücken. Der dritte Ring, na, die müssen vernünftig rein. Dreht sie vorher, dass sie sich leicht bewegen und dass diese Öffnungen nicht übereinander sitzen. Das ist ganz wichtig. Na, aber ich mache jetzt Schluss, na, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Na, ja, bevor ich den Hammer kriege. Es ist Sonntag und jetzt gehe ich schön nach Hause, werde mich erstmal duschen, falls wir uns nicht das Wasser abgestellt haben. Und dann gehe ich meinen Nebenjob nach, seht ihr ja hier. Ne? Ich arbeite nachts noch als Nachtwächter. Ja, die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wie ich die Kiste zusammenbaue. Ich bin selber sehr gespannt, aber es gibt auch wichtigere Dinge. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und jetzt geht es weiter mit der Tuning-Geschichte. Und zwar bauen wir ja jetzt diesen 50 Kubik Roller auf 90 Kubik um. Und da werden wir mal sehen, ob dann dementsprechend auch die Leistung kommt. Wir haben hier dieses Set, was da drauf kommt.
Ne? Und das werden wir jetzt, nachdem wir alles auseinandergebaut haben und vorbereitet, werden wir das jetzt draufbauen und werden dann mal gucken, ob die Karre läuft und ob sie auch den entsprechenden Leistung bringt. Das seht ihr jetzt. So, wir wollen alles korrekt machen, deswegen zeige ich euch mal hier, das ist der 50 Kubikkolben. Ne, der hat hier 33 mm. So, und jetzt nehmen wir mal den großen Kolben und messen den mal, wie viel der hat. So, hier ist der 90 Kubik. Den messen wir jetzt auch mal nach. Ich hole euch das mal so ein bisschen ran, damit ihr das sehen könnt. Und zwar hat der, wenn wir hier mal gucken, der hat 46 mm. Das ist doch schon ein Unterschied von 13 mm. Das sollte doch einiges ausmachen. Ja, hier habe ich die Stehbolzen umgebaut, habe mich dann nochmal überzeugt, dass das alles auch passt soweit. Hier seht ihr 50 Kubik und hier seht ihr 90 Kubik. Wir haben hier ein bisschen Unterschied bei dem Auslass, wo der Auspuff nachher drauf kommt von der Größe her. Na, aber ansonsten müsste alles passen. So, hier nochmal der 50 Kubik und hier der 90 Kubik. Dann seht ihr, dass die Ventile anders sind. Die Stehbolzen habe ich umgebaut. Achtet drauf, hier geht die Steuerkette durch. Die kurzen müssen nach unten, Auslass, die langen nach oben. Ich drehe das nochmal um, damit ihr die Ventile seht. Ne? Zumindest, damit ihr mal einen Einblick habt. So, hier die andere Seite nochmal. Da seht ihr die Ventile. Sieht jetzt gar nicht so unterschiedlich alles aus. Hier hat man allerdings diese Abgasrückführung schon zugemacht. Hier gibt es sie gar nicht bei dem neuen. Naja, so ist das halt. Hier nochmal zum Vergleich. Hier haben wir 50 Kubik auf dieser Seite. Seht ihr die Ventile, der Zylinder. Hier haben wir 90 Kubik. Ne? Sieht alles ziemlich identisch aus, außer natürlich hier der Umfang, die ist ganz klar, ist natürlich ein anderer. Die Stehbolzen habe ich auch schon getauscht. Unten, wo der Auspuff ist, kommen die kleinen hin, oben kommen die großen hin. Insofern sind die Vorbereitungen hier abgeschlossen. Dann können wir jetzt langsam zusammenbauen. Den Kolben habe ich jetzt auch schon vorbereitet. Kolbenringe sind drauf, dann ist auf dieser Seite der Spinn schon drin. Ich habe andere genommen, weil das sind die, die original mitgeliefert werden. Die sind noch schwieriger reinzumachen, weil man muss das mit so einer kleinen Spitzzange hier reinmachen. Dann überzeugt man sich, dass das gängig ist, das Ganze. Und bei den Dingern, das ist die billigste Ausführung. Dann gibt es diese und dann gibt es noch eine Ausführung, die noch einfacher einzubauen ist. Aber sie schicken immer die billigsten mit. Ja, weiter geht's. Jetzt müssen wir erstmal hier was reinstopfen. Papier nehme ich da, damit da nichts reinkommt ins Kurbelgehäuse. Stopfen wir hier Papier rein. So, und dann entfernen wir hier diese Ränder. Mit so einer kleinen Klinge gehe ich da jetzt rüber und entferne die, weil die Dichtung dann auch vernünftig drauf sein muss. Und hier achtet drauf, diese Hülsen, dass die richtig sitzen. Hier oben sitzt eine und da sitzt eine, damit das Ding auch richtig Halt hat. So, den Kolben habe ich mir schon mal hingelegt, habe hier die Hülse auf der einen Seite schon reingeschoben, ein bisschen geölt. Und jetzt müssen wir gleich den Kolben draufsetzen. Dann habe ich hier die Fußdichtung schon mal drauf gemacht. Und jetzt muss man beigehen. Ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Und zwar nimmt man den Kolben. Schiebt den hier ran. Und dann schiebt man mit der Hand diese Hülse durch das Loch hier. So, der nächste Schritt, habe ich euch gerade gesagt. Wir schieben diese Hülse rein. Ne, dann braucht man nur noch von der Seite den Clip reinfummeln. Das ist eh auch schon eine scheiße Arbeit. Schön reindrücken. So, achtet drauf, wenn ihr den Kolben rauf macht. Dieser Pfeil muss nach unten zeigen. Auslass, also Richtung Auspuff. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr das falsch macht. Ne, und ich bin schuld.
Dann, wenn die Hülse hier ganz drin ist, müssen wir jetzt, das ist meine Lieblingsarbeit, mit der Zange beigehen und müssen diesen kleinen Splint da reinsitzen. Ne? Das ist ganz schön. Da habe ich teilweise schon stundenlang dran gesessen, weil man hier keinen Platz hat und man kommt da nicht so richtig ran. Aber was soll's, irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Ja, Leute, ich zeige euch das mal. Das sind die, die mitgeliefert wurden. Also sowas. Die sind extrem schwer einzubauen. Dann gibt es noch die, die ein so eine Kante haben. Gut, der ist jetzt schon ein bisschen vergeigt. Dann gibt es diese hier. Davon habe ich mir Gott sei Dank mal 10 Stück bestellt. Kosten nicht wahnsinnig viel, aber die kann man mit der Zange gut zusammendrücken. Gibt es aber auch, wie man sieht, verschiedene Größen. Ne? Weil wenn ich das immer sehe in den Videos, das ist so geil. Ne? Die nehmen die Zange, drücken das Ding rein. Ich brauche dafür eine Stunde, mir fliegt das 20 Mal weg. Ich muss es suchen und dann irgendwann freue ich mich, weil es geklappt hat. Der zweite Kolbenclip ist jetzt auch drinne, weil wir eben die besseren genommen haben. Das ging etwas schneller und etwas leichter. Ne, das heißt, der Kolben müsste insofern jetzt fest sein. Dann können wir hier hinten das auch rausnehmen. Der Kolben sitzt drauf, ist fest. Ne, der Pfeil ist nach unten, das ist ganz wichtig. So, Fußdichtung drauf. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt der wichtigste Schritt, und zwar muss jetzt der Zylinder drauf, dass der Kolben da reinkommt. Steuerkette habe ich hier durchgemacht. Ich habe mir hier so einen Straps dran gemacht, damit die nicht immer wieder wegrutscht, ne? Damit die hier liegt. So, und dann müssen wir das Ding runterschieben und müssen zusehen, dass wir das jetzt die Kolbenringe mit der Hand zusammendrücken und das da reinkriegen. So, das Ganze sollte dann so aussehen. Den letzten Rest drücke ich jetzt nochmal hier drauf. Ja. Ne, weil der Kolben muss hier abschließen. Aber das sind die Stehhülsen, wo er wahrscheinlich noch nicht drauf ist. So, jetzt wird es immer komplizierter. Bewahrt Ruhe bei. Ne, ich zeige euch das hier nochmal. Deswegen habe ich das extra jetzt auseinandergelassen. Hier diese Metalldichtung kommt hier unter. Dann ganz vorsichtig ranschieben. So. Ne? Seht ihr, das sieht schon alles gut aus. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Pause. Achtet darauf, dass hier die Steuerkette vernünftig sitzt. Ich kneife das mal ab hier. Das war nur zur Hilfe. Und dieses Teil, das müsst ihr vorher reinsetzen. Da ist so eine Führung. Ne, das muss alles vernünftig sein. Ne, seht ihr, jetzt rutscht mir die Scheiße da wieder rein. Deswegen hatte ich den Straps da dran. So, jetzt habe ich die Kurbelwelle draufgesetzt und die Kette draufgesetzt. Da müsst ihr darauf achten, das zeige ich euch nochmal von der anderen Seite. Dieses Loch muss in der Mitte sein, wenn ihr den oberen Totpunkt habt. Und hier sind Löcher und auch Striche, die müssen dann bündig sein mit dem Gehäuse. Das kann man von der anderen Seite besser sehen. Ich muss mal gucken, wie ich euch das zeigen kann, weil die Kurbelwelle ist die alte und das sieht auch alles noch ordentlich aus. Ich hoffe, dass es dann funktioniert. So Leute, jetzt zeige ich euch mal, wie man die Steuerkette draufsetzt. Wir achten darauf, der Punkt und der Punkt ist da oben. Ne? Kann man sehen. Dann setzen wir zuerst unten die Kette rein. Dann ziehen wir sie hier hoch. Ich muss immer aufpassen, dass meine Hände da nicht vor sind. So, setzen die hier drauf. Noch geht das, weil die Steuerkette und so noch locker sitzt. Der Kettenspanner ist nicht drauf. So, seht ihr, das ist hier bündig. Das ist insofern alles okay. Ich leuchte dann nochmal hin. Ich habe das nämlich an einem anderen Motor gezeigt, weil ich das vergessen hatte. Aber ihr müsst ja wissen, wie das passiert. Hier. So, das sieht also alles gut aus. Wie man sieht, so weiter geht's. So, hier noch mal ganz kurz von der Seite. Ne? Seht ihr, da ist der Punkt, da ist der Punkt. Die sitzt ordentlich drin. Das heißt, das müsste alles stimmen. Wenn das nämlich nicht stimmt, dann habt ihr ein echtes Problem und kriegt vielleicht einen Motorschaden. So, hier kann man es sehen. Da ist dieser Punkt, da ist ein Punkt und da ist auch ein Strich. Das muss genau bündig sein.
Wenn ihr ein Zahn hier zu weit seid, dann habt ihr ein Problem. Achtet darauf. Und der Motor muss in der richtigen Stellung sein. Oberer Totpunkt. So, achtet drauf. Hier oben eine Führungshülse. Hier unten eine Führungshülse. Dann die Kipphebel. Leicht hoch machen. Und dann können wir das hier normalerweise draufdrücken. Wie gesagt, normalerweise. Kurbelwelle muss natürlich richtig sitzen. Und dann sollte das eigentlich draufgehen. Hier passiert aber noch nichts. Das hat sich alles ein bisschen schwierig gestaltet. Aber jetzt seht ihr, hier ist es drauf. Die Ventile haben Spiel, allerdings extrem viel Spiel. Vorher hatten sie extrem wenig. Natürlich muss man das Ganze noch festschrauben hier. So, da kommen wir der Sache schon näher. Saß noch nicht ganz. So, und dann kommen jetzt hier die Schrauben drauf. Und die ziehen wir diesmal für euch extra. Ne? Mit dem Drehmomentschlüssel an. Und zwar brauchen die, ne, 1,2 Kilo. Also 12 Newtonmeter. Hört sich gut an, ne? Wir ziehen dann noch diese beiden Achterschrauben an. Die müssen ordentlich festsitzen. Aber erst musst du die machen, ne? Erst musst du die anziehen. So Leute, die Gelehrten streiten sich. Ne? Ich habe gesagt 12 Newtonmeter, jetzt hat jemand gesagt 20. Wir ziehen die jetzt erstmal mit 12 an, damit ihr auch mal seht, dass ich das Ding benutze. Hier schön auf 12 gestellt, ne, über Kreuz. Danke nochmal an meinen Freund Schrauberärmel, ne, für das schöne Werkzeug. So. Hört ihr? Da kommt dann so ein nicht mehr Knacken. Dann ziehen wir das über Kreuz an. Ja, ich glaube, es fängt gleich an zu pissen. Hoffentlich habe ich den Motor dann schon zu. So, die Gelehrten streiten sich immer noch, falls wir es wissen, und so ziehen wir die halt nochmal nach. Aber wichtig ist, dass wir jetzt erstmal die ganze Funktion überprüfen, damit wir wissen, ob wir hier ordentlich gearbeitet haben. Das heißt, die Ventile sollten normalerweise locker sitzen. Hier das untere geht, das obere ist nicht wirklich locker. Ne, hatte aber auch nicht besonders viel Spiel. Es pisst. So, ganz wichtig ist, dass wir hier die Ventile einstellen. Dazu habt ihr hier oben, ne, das ist eine 9er Schraube, die müsst ihr lösen. Dann habt ihr hier die Ventillehre, die steht hier auf 10. So, die muss dann, wenn der Motor richtig steht, müsst ihr die hier gerade so durchziehen können. Nicht so leicht, ne? Seht ihr? So, das ist Einlass, Auslass, unten das gleiche Spiel. Wir haben die beide gleich eingestellt. Auch gucken, dass die sich hier so leicht durchziehen lässt. Man muss so ein leichtes Schaben hören. Und dann gehen wir nochmal bei und drehen nochmal am Polrad, damit wir sehen, dass das auch alles vernünftig arbeitet hier. Ne? Stellen wir uns dann nochmal auf diese Stellung, wo er gehört. Das heißt oberer Totpunkt, das müsste jetzt sein. Und dann sollten sie Spiel haben. Guck
gucke nochmal gleich auf der anderen Seite. Die haben wir festgezogen. Wir haben uns dann auf 19 Millimeter geeinigt. Wenn nicht, könnt ihr wieder ein bisschen was schreiben. So, der nächste Arbeitsschritt ist dann diese Dichtung hier drauf. Dann nehmen wir den Vergaser, das hatten wir alles nur nach hinten gelegt. Stecken das hier drauf. Dann ist das auch schon mal so weit dran. So, dann kommen die Schrauben hier drauf. Aber jetzt machen wir erstmal den Ventildeckel vor. Ruhe, alle weg. So, Vergaser haben wir draufgesetzt, haben hier alles festgezogen. Das ist der ganz normale Vergaser, auch mit der ganz normalen Düse. Ne? Plastik ist auch alles rum, seht ihr. Schlauch hier nochmal draufstecken. Ne? Und dann ist das soweit alles fertig. Jetzt machen wir den Auspuff noch unter. Oh, sehe ich scheiße aus. Dann seht ihr wieder meine Haare und meine dreckigen Finger. So, und eine Fluppe habe ich auch schon wieder. Ne? Jetzt probieren wir mal, nachdem wir das alles so zusammengebaut haben, Vergaser drauf, tralala und so, ne? Mal ohne Auspuff, für euch extra, ne? Sound Condition. Oh. So, das ist auch der ganz normale Auspuff. Wieder die Schrauben hier festgemacht, die unten waren ein bisschen schwieriger. Diesen Schlauch hier drauf gesteckt, ne, obwohl das ja keine Funktion hat. Hier ist zum Beispiel auch ein Loch. Außerdem habe ich euch ja gesagt, das ist vorne am Zylinder gar nicht mehr dran, beziehungsweise am Ventildeckel. Also es hat eh keine Funktion. Ne, die Abgasrückführung oder so, ne, damit er nicht wieder nörgelt, weil ich das nicht weiß. So, jetzt haben wir soweit alles zusammengebaut. Die Feinabstimmung ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Jetzt starten wir das Ding nochmal mit Auspuff. Vorhin, das hat sich ja ein bisschen scheiße angehört. Aber man muss halt manchmal suchen, probieren, so ist das. So. Tja, ich würde sagen, bin ich gut oder bin ich gut? Also, das hat auch funktioniert. Jetzt müssen wir das Plastik noch anmachen und dann kommen die Fahrleistungen. Das ist natürlich ganz wichtig. So, jetzt mache ich mal die erste Probefahrt unter Belastung. Das ist immer ganz wichtig. Ihr müsst das unter Belastung auch ausprobieren und gucken. Das Ding läuft extrem schlecht, muss man sagen. Der Motor ist nicht wirklich ruhig und außerdem kommt auch keine Leistung. Also da muss ich auf jeden Fall die Feinabstimmung machen, die extrem schwierig ist. Auspuff, Vergaser, Luftfilter, das muss alles passen und wir haben hier wirklich eine schlechte Zeit. Ich bin dann beigegangen, habe diese Abgasrückführung entfernt, weil wie ihr hier seht, hatte die eh keine Funktion mehr. Dieser Schlauch ging von unten hoch und hier war eine Schraube drin. Das habe ich euch ja alles schon gezeigt. Dann habe ich natürlich hier das Loch zugeschweißt. Das hat den Vorteil, dass die Abgase besser strömen können und er auch natürlich leiser ist. Ne, habe das alles noch ein bisschen lackiert, damit das nicht auffällt, weil das ist das Entscheidende. Das sollte nicht gleich ins Auge stechen, was wir hier gemacht haben. So, jetzt habe ich das ganze Plastik wieder rangebaut. Zumindest erstmal die wichtigsten Dinge, damit das Ding so weit fahrbereit ist. Und natürlich auch Blinker und diese ganzen Sachen alles funktionieren. Dann mache ich hier mal die Klappe zu. Und achtet immer darauf. Ihr müsst immer das Ding auch unter Belastung testen. Probefahrt machen und dann probieren, nimmt der Gas an, Vergaser einstellen und diese ganze Geschichte, das ist schon ein bisschen komplizierter, aber so ist es halt nun mal, wenn man was Besonderes haben will. Und jetzt los. So Leute, los geht's mit dem Zusammenschnitt, extra für euch natürlich. Ne? Hier das ganz normale China-Modell, das kennt ihr ja alle, ne? Ohne irgendwelche Tuning-Sachen, also 50 Kubik.
Ihr seht, der rennt ganz normal. Wir sind jetzt auf 35 ungefähr. Leider könnt ihr das nicht so gut sehen. Kommen auf 40, etwas über 40 und sind am Ziel mit 18, 20 Sekunden. Kann man ja unten verfolgen. Jetzt das getunte Ding, was natürlich nicht erlaubt ist. Das müsst ihr wissen, die Betriebserlaubnis und alles erlöscht. Der geht natürlich schon ganz anders ab. Na, ihr könnt das ja vergleichen, unten auch an den Sekunden. Aber er hat mit Sicherheit 5, 6 oder noch mehr Sekunden. Ne? Und hier nochmal offen. Und wenn ihr hier langfährt, da gehören schon einige Tricks. So, liebe Leute, das war mal für euch eine interessante Sache. Für mich natürlich auch. War mein erstes Mal, wo ich einen Roller auf 90 Kubik umgebaut habe. Habt ihr gesehen, war nicht ganz so leicht die ganze Geschichte, aber das Ding rennt wie Teufel bis Tachoanschlag und insofern habe ich alles ganz gut gemacht, denke ich mal. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr das auch macht. Denkt dran, ne? Betriebserlaubnis erlöscht und alles. Und da ich ein Korrektor bin, baue ich das Ding jetzt wieder zurück auf 50 Kubik, weil ich will mich nicht strafbar machen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Bis dann, ciao.